echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Nie wieder.
Da! Zum Nicht schlecht, nicht schlecht, Winters. Du bist hartnäckig. Aber meine Rebellion wartet. Und du bist mir im Weg. Das ist doch ein Witz! Damit. Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus. Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard. Glaubst du das ernsthaft? Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und dir Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bring das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen. Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen. Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Schon gut. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Gib mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz? Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann hier nicht weg. Ich kann gar nichts tun. Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Die haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose. Scheiße, wir müssen los. Ruhig, meine Männer beobachten die Situation. Aber sie haben Rose. Kapier's endlich.
Allein hast du gegen Miranda keine Chance. Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Kein Zurück mehr. Metallpolymerverbund? Na, Hauptsache, es schießt. Ich komme, Rose. Verdammte kleine Kakaolake! Du glaubst, du bist mir gewachsen? Gut, dann bin ich wenigstens entschwund für das Miststück. Lass uns das klären. Die echte Männer. Deine Leiche wird sich gut in meine Armee machen. Jetzt los, Kakadult. Stirb, als würdest du am Leben hauen. So gefällt mir das! Scheiße! Mehr! Gib mir mehr! Ich bin weg! Oh, nicht aufgeben! Oh, das hat wehgetan! Ohne Scheiße! Unterschätze nie die Liebe eines Vaters! Arme Junge, das Ding hatte ich längst!
Schade, ich bin dein einziger Fels. Vermeide dich vor meinem Stahlkörper. Dafür bin ich diesen verfluchten Wald wohl dank schuldig. Ich töte sie mit der Macht, die sie mir gab. Ein Sohn, wie er im Buche steht. Das hat wehgetan. Ohne Scheiß für all die Jahre unter dem Doppel dieser Schlange. Das war nicht leicht, weißt du? Die Dorfbewohner sind nichts als wertlose Marionetten. Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer. Ein süßes Töchterchen wird mir helfen, noch stärker zu werden. Ich bin mehr. Verbiegen. Zeit für Spiele ist vorbei. Heisenberg, sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, antworte! Mia! Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Huh? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Genug.
Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamyzet vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus und zeig dich, du feiges Stück Scheiße! Keine Sorge, Ethan. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamyzet wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbunden im Blut. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. K-9, ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, 5 Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern.